Servus Leute, mein Name ist Mr. Sniff und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück beim Badegame-Vlog. Ich habe gedacht, ich mache heute mal ein ganz kurzes Update, was den Fliesenkleber angeht, weil ich habe die letzten Tage einiges gemacht. Allerdings war ich auch viel draußen in der Sonne gelegen, habe mir einen leichten Sonnenbrand eingezogen, aber nicht weiter schlimm. Und habe auch beim Fliesenkleber weitergemacht und würde euch das einfach mal ganz kurz zeigen, dass ihr auf dem neuesten Stand seid. Es wird dann wahrscheinlich eher ein sehr kurzes Video. Aber ich gebe euch vielleicht einen Ausblick, was ich heute noch mache und mache dann noch mal ein kleines Update von heute Abend, sobald ich das ganze Zeug dann aufgetragen habe. So, was wir hier drüben sehen können, ist immer noch die erste Schicht. Ich habe die ordentlich nochmal abgebürstet und man sieht, dass die um einiges glatter wurde als am Anfang, wenn das mal scharf stellen könnte, genau. Hier oben habe ich noch kein Brett entgegengestellt, um die obere Sache zum, um die oberste Kante zu machen. Das werde ich heute auch nicht machen, das werde ich die Tage irgendwann mal ein bisschen drum kümmern. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, sehen wir einmal, ich habe hier in der Mitte komplett fertig gemacht, den Übergang nach hier links und nach rechts, andersrum. Allerdings auch erst die erste Schicht, wie gesagt, ich möchte erstmal überall die erste Schicht jetzt draufbringen und dann die zweite Schicht vielleicht in einem Aufwasch, wenn ich so schnell beikomme oder in zwei oder drei, dass ich da nicht so schwere und nicht so viele Übergänge habe. Wie jetzt hier zum Beispiel an den Stellen war der Übergang schon ein bisschen anstrengend, weil ich dann immer gucken musste, dass ich nicht zu viel auf das andere übergehe, das da schon trocken war und eigentlich schon fertig war. Also hier, das war ja eigentlich schon komplett fertig. Jetzt haben wir hier wieder Übergänge, die wir später wieder frisch bearbeiten müssen, weil die eben jetzt wieder ein bisschen rauer sind, weil der schon nochmal das bisschen härtere Zeug drauf kam, beziehungsweise der Fliesenkleber nochmal drüber und dann sah es wieder nicht ganz so gut aus. Mein Handy stellt nicht scharf heute, das hat irgendwie ein Problem. Wahrscheinlich ist es meine Hand. Ja, die Stämme sind immer noch eingepackt, damit sie nicht dreckig werden. Ist das ein Loch? Nein, kein Loch. Sie haben schon einiges abgekriegt. Man sieht hier, ich habe hier mal testweise schon mal die obere Seite voll gemacht mit Fliesenkleber und entsprechend abgepinselt, dass die Oberfläche schön glatt wird und die ist auch sehr schön geworden. Die ist noch nicht abgebürstet, das werde ich dann demnächst mal machen, weil da sind noch so ein paar kleine Krümelchen, die dann garantiert auch abgehen werden. Man sieht hier den Übergang zu diesem Ast. Ich habe hier immer direkt dran gemacht. Hier ist ja abgeklebt, das heißt später, wenn ich das alles hier abziehe, dann geht der Fliesenkleber von dieser Kante hier auch wieder ab. Bitte stell mal scharf, Handy. Genau, geht der Fliesenkleber von der Kante auch wieder ab und dann sollte hier ein sehr sauberer Übergang sein. Und das werde ich einmal machen, bevor ich das Epoxidharz auftrage, das heißt abziehen, dass der Fliesenkleber sich löst und dann wieder abkleben, um das Epoxidharz aufzutragen, damit ich hier einmal eine schöne Kante bekomme und eben nicht irgendwie so ein bescheuerter Übergang dann später, dass wenn ich das abziehe, dass dann vom Epoxidharz auch wieder was mit abbricht oder sowas in der Art. Genau. Hier bin ich auch weitergekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier noch gezeigt hatte. Auf jeden Fall habe ich hier hinten die Wand hochgezogen noch komplett. Und da soweit eigentlich alles mal ganz fertig gemacht, bis hier oben hin. Klar muss ich hier nochmal ran, sobald dann die entsprechende Front dran ist und das Ganze abdichten. Aber das mache ich dann wahrscheinlich nur mit Epoxidharz und eben nicht mit dem Fliesenkleber. Hier habe ich jetzt noch nichts gemacht, außer einmal ein paar Reste verarbeitet. Und der Höhle werde ich mich jetzt heute widmen. Das heißt, ich mache heute, je nachdem wie weit ich komme, ich fange von hier drüben an und arbeite mich nach hier unten. Vielleicht lasse ich mal zwischendrin die Kamera ein bisschen laufen, während ich die Höhle ausarbeite, damit der Eingang schön ist. Und werde mich dann hier nach unten begeben und dann langsam hier rüber arbeiten und hier drüben dann abschließen. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich heute komme, je nachdem wie schnell mein Rücken wieder wehtut oder so. Ansonsten werde ich vielleicht, wenn ich es hinkriege, im Laufe des Abends die gesamte unteren Bereiche fertig machen. Und dann würde entsprechend nur noch hier die linke Seite vom Terrarium fehlen. Ich weiß, von hier aus ist es jetzt rechts, aber wenn man von vorne guckt, ist es links. Und die Zwischenebenen von oben und von hier. Also von hier oben und von da oben, je nachdem, aus welcher Seite man es jetzt sieht. Aber auf jeden Fall diese Zwischenebenen komplett fertig. Die möchte ich ja dann im Stehen machen, also wenn das Terrarium wieder umgekippt ist. Genau, ich mache mich jetzt mal ran an diesen kleinen Bereich hier und fange mal von links nach rechts an, aus unserer Sicht aus jetzt. Und wir schauen mal, wann ich euch wieder dazu hole. Ich bin wieder da, wie versprochen, um euch jetzt ganz kurz zu zeigen, was ich heute so geschafft habe. Es ist nicht sehr viel. Ich habe auch nach unten geholfen, ein bisschen Essen richten etc. Und werde euch jetzt einfach mal ganz kurz aufs Terrarium runterschwenken. Wie ihr seht, bin ich nicht sehr weit gekommen. Ich habe jetzt heute bloß die Höhle gemacht, bis hier nach unten, habe das alles mal die erste Schicht aufgetragen und entsprechend abgepinselt, damit die Oberflächenstruktur nicht zu rau ist. Die kleinen Bobbel werden später runtergebürstet, sobald das Ganze getrocknet ist, mit der Wurzelbürste wieder und dann entsprechend abgesaugt. Aber so sieht es gerade aus. Wir sind jetzt hier eigentlich fertig auf der Seite mit der ersten Schicht. Und haben den Stein ja schon mal so schön ausgearbeitet, dass überall der Fliesenkleber angebracht wurde. Den Höhleneingang soweit eigentlich fertig gemacht. Ich habe da drin was reingelegt, damit nicht alles in der Höhle festklebt.
Hier unten schon mal so ein bisschen was rangezogen. Da ging dann allerdings der Fliesenkleber aus. Und hier auf der linken Seite auch schon mal den Stein. Und den Übergang zur unteren Ebene schon mal ein bisschen ausgearbeitet. Wobei ich da schauen muss, wie ich da am besten hinkomme, weil die Äste ganz schön im Weg sind und man da unten relativ schlecht arbeiten kann. Arg viel mehr habe ich heute nicht gemacht. Ich habe hier drüben noch ein bisschen ausgesaugt alles, habe hier unten die kleinen Reste entfernt, die vom Ausbürsten noch da waren. Ich werde dann nochmal mit der Bürste entsprechend drüber gehen, bevor ich dann die zweite Schicht auftrage. Ich muss dann hier auch noch später die erste Schicht erstmal noch fertig machen und hier im Hintergrund, aber wir sehen können, sind wir schon relativ weit. Und mit dem Fliesenkleber ist nicht mehr ganz so viel zu tun wie am Anfang. Obendrauf fehlt noch alles, zumindest auf den zweien. Habe ich jetzt nicht weitergemacht. Morgen widmen wir uns dann. Ich habe das jetzt so ungefähr 10-mal versucht zu sagen und kriege dieses Wort widmen gerade nicht hin. Jetzt habe ich es geschafft. Morgen widmen wir uns dann dem Hintergrund und wahrscheinlich der linken Seite hier drüben, damit wir mit der ersten Schicht komplett durch sind und dann die zweite Schicht hoffentlich in einem Durchzug auftragen können. Muss mal schauen, ob das vielleicht geht, indem ich den Fliesenkleber sehr flüssig mache und dann mit dem Pinsel einfach aufpinsel. Vielleicht dann auch mehrmals. Ich widme mich dann morgen den letzten zwei Bereichen für die erste Schicht des Fliesenklebers. Wir werden uns im nächsten Vlog wieder sehen, wo es dann um die zweite Schicht geht und wahrscheinlich ums Vervollständigen des gesamten Fliesenklebers, weiß ich noch nicht genau. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal und würde sagen, bis dann.